Also eine große Sache, die ich mich sowieso frag: Die Olympischen Spiele sind in Frankreich. Ja. Wir alle Deutschen, Österreicher, Schweizer, wer gerade hier alles zuhört. Wir schmachten nach Frankreich. Ja, ja, das ist unser nächster Atlantik-Spot auf jeden Fall. Wir kennen alle Frankreich, wir wissen alle, dass Frankreich surfbar ist. Und wir haben weltbekannte Spots in Frankreich, um Ossegor rum, um Biarritz rum, Richtung französischen Baskenland. Warum nutzen wir das nicht? Was meinst du, was ich mich nach Frankreich sehne oder nach Spanien oder Portugal oder Marokko oder irgendwohin? Solange wie ich nicht mehr so wirklich gescheit in den Wellen war in letzter Zeit, Mann, da wird dringend Zeit. Gut, dass bald mein neues Costa-Board bei mir ankommen müsste. Da freue ich mich schon drauf. Aktives Landlocked Surftraining, also aktiv daheim mit dem Hobby Surfen beschäftigen. Darum geht's ja in meinem Podcast. Und das ist mit so einem Balanceboard auf jeden Fall ganz gut möglich im Winter, im Wohnzimmer zum Beispiel. Die Verlosung der letzten Episode mit dem lieben Costa ist durch. Und die Gewinner gebe ich heute auch auf Instagram bekannt, denn sämtliche Teilnahmen liefen über Instagram. Es war sehr rege Beteiligung, wo ich mich sehr gefreut habe. Vielen Dank euch allen, vielen Dank dir für deine Teilnahme. Und falls du nicht unter den Gewinnern bist, habe ich vielleicht gleich noch ein Trostpflaster für dich. Falls du jetzt so Feuer gefangen hast und trotzdem so ein Costa-Board gerne hättest, der Costa hat mir angeboten, diese Woche gleich mal einen Sonderpreis an meine Community weiterzugeben. Bei einer Bestellung mit dem Rabattcode SURFPODCAST sparst du 40 Euro auf dein Costa-Board-Set. Und im Moment ist da noch der Benefit darauf, dass es sogar noch die Wandhalterung oder die Halterung fürs Zimmer dazu gibt, sodass man das gute Stück auch gleich noch irgendwo dekorativ platzieren kann, was ich sehr cool finde auf jeden Fall. Klick also gerne in die Shownotes, geh auf Costas Website, bestell dein Board mit dem Rabattcode SURFPODCAST, spare 40 Euro und dazu unterstützt du auch noch mich dabei. Nachdem auf das Gewinnspiel so viel Interaktion auf meinem Instagram-Profil herrschte, würde ich mich freuen, wenn du auch zu diesem Thema, wo es nichts zu gewinnen gibt, mir Feedback gibst. Hör dir einfach mal Fabis und meine Ausführungen über das Projekt dort auf Tahiti an und mich würde sehr interessieren, was du davon hältst. Vielleicht hast du auch im Laufe der kommenden Woche schon ein paar Zusatzinformationen, die du teilen magst. Dann gehe ich da gerne drauf zurück in der nächsten Episode. So, damit jetzt aber auch direkt in die Folge. Viel Spaß beim Hören. Ja, moin, ich grüße aus Aschaffenburg. Was macht der in Aschaffenburg, fragt man sich da wahrscheinlich. Ich sitze hier mit dem Fabi irgendwo im Grünen am Stadtrand von Aschaffenburg mit einem Bierchen unter seinem Van und einem ziemlich geilen Podcast-Aufbau. Und wir haben uns einfach mal hier auf halber Strecke getroffen, um mal ein bisschen zu quatschen, uns ein bisschen besser kennenzulernen, weil wir vorhaben, meinen Podcast in Zukunft so ein bisschen als zu zweit, so United Voices-mäßig zu gestalten. Und da dachte ich erstmal jetzt mal, ich sag mal Prost. Prost, Fabi. Prost. Zu dem, was wir da so planen, gibt's später ein paar mehr Infos. Heute jetzt zum Einstieg dachte ich, haben wir uns erstmal ein Thema wieder rausgesucht. Und zwar kursierte zuletzt auf Instagram ein Reel, das ich auch geteilt habe von einem Local aus Te Upo in Tahiti, wo es darum ging, dass die Olympiade 24 Paris, die ja dann an dem Surfport stattfinden soll, da einige Projekte plant, die nicht so ganz cool sind. Fabi, magst du mal erzählen, worum es geht bei dem ganzen Kram? Auf jeden Fall. Also das Reel, ich habe dir das ja tatsächlich geschickt, weil mich das so bedingt. Ich habe das gesehen und ich war direkt so, fuck, was passiert hier? Und muss ich das direkt mal schicken. Es geht darum, dass die Olympia-Organisation, oder wie sich das auch nennt. Olympische Komitee, glaube ich, nennt es sich immer. Ah, ja, Olympische Komitee, ja, das kann gut sein. Plant, einen Tower auf das Riff zu bauen, an der berühmten Welle auf Tahiti, obwohl halt leider schon ein Tower vorhanden ist, der eben aus Holz ist, aber die World Surf League nutzt den seit
glaube 15 Jahren oder was, oder über 10 Jahren. Und jetzt wollen die den abreißen und quasi tauschen gegen einen neuen, der halt dann irgendwie klimatisiert ist, vielleicht irgendwelche tollen Klos und so weiter hat. Luxus für die... Luxus für das Komitee und zwei die Judges. Wochen da. Genau. Und das wirft er gerade in die Surf-Szene und insgesamt ziemlich krasse, ja, wie soll ich sagen, schlägt Wellen, ist wahrscheinlich das Richtige. Ja, genau, ne? Der Local, der das da irgendwo das Reel gedroppt hat, der meinte ja auch, er appelliert an Olympia 24, die sich ganz viel Nachhaltigkeit auf die Fahne geschrieben haben und sagen, wir wollen das alles so umsetzen, wie es so nachhaltig und naturverbunden, wie es möglich ist. Und das ist tatsächlich mit Sicherheit mal ein absolutes Gegenbeispiel, was da jetzt geplant wird. Ne? Die wollen das ganze Ding dann mit Beton und Stahl im Riff verankern, was halt das wirklich noch eins der schönen vorhandenen Riffe ist. Da gibt's ja gar nicht mehr so viele in der Welt mittlerweile, wenn man das jetzt mal so anguckt, die noch wirklich ein großes Ökosystem und Tiere bieten. Dann hat er auch darüber geredet, dass die lokalen Einheimischen vom Fischfang leben, der da halt auch noch nachhaltig und in kleinen Mengen betrieben wird. Und das Kurioseste an der Sache ist wahrscheinlich, dass man sich die Welle, die irgendwo ja so das Renommee ist, damit ja auch so ein bisschen weggraben kann, ne? Ja, das Riff wird halt früher oder später wahrscheinlich sehr krass darunter leiden, wenn da dicke Betonfundamente eingesetzt werden. Und halt, ne, also, die Welle wird leiden, aber die ganze Insel wird leiden, weil die leben vom Fischfang, die ernähren sich von den Fischen, die auf dem Riff sind. Wenn das Riff zerstört wird, gehen da halt passieren viele Folgeschäden, sag ich mal, ja. Und was ich darüber hinaus nicht verstehe, also die wollen diesen Tower neu machen, aber die ganzen Olympioniken wollen die auf wie einem riesen Kreuzfahrtschiff unterbringen, das da in der Bucht ankert. Also da denken sie irgendwie, also ich habe mich jetzt nicht hundertprozentig damit befasst, aber meines Erachtens denken die da an die Insel und tun diese vielen Menschen von der Insel runter und bringen die auf einem Schiff unter. Aber ich frage mich dann, wenn sie das tun, warum gehen die dann auf diesen Tower und bauen da einen fetten Tower und bauen dann keine fette Unterkunft auch noch aufs Land? Ja, vor allen Dingen halt dieser Tower. Ich weiß nicht, was bietet der sonst für Vorteile, ne? Man, die Bilder und Videos, die man bisher von der Tour von der WSL sieht, würde ich jetzt mal annehmen, sind ausreichend. Ob da ein größerer Tower irgendwelche Vorteile noch bietet, keine Ahnung. Mir erscheint es auch so, dass es nur Luxus ist, was da irgendwo. Ja, also ich war die Welle, ist ja noch nicht selber surfen, ja, aber wie ich das so gesehen habe, bricht die sowieso recht weit draußen. Und gefilmt wird sowieso viel vom Boot, weil das ja ein Point Break ist, können die Boote in den Channel reinstehen oder im Channel ankern, beziehungsweise irgendwelche Filmer da rumtauchen, beziehungsweise rumschwimmen, ja. Und die WSL ist ja auf gleichem Niveau, sage ich mal, gefilmt, wie jetzt auch so ein Olympia-Event, also das ist ja eine krasse Produktion. Also ich habe selber schon mal ein WSL-Event angeschaut, die fahren da auf jeden Fall ordentlich auf. Die leben davon, dass sie perfektes Bildmaterial haben. Das ist eigentlich alles, wovon die leben und ihr Geld verdienen mit, ne? Und dass das jetzt irgendwie nicht ausreichen soll, ist tatsächlich schon sehr, sehr fragwürdig. Ja, ich frage mich das auf jeden Fall auch. Und ich sag mal, nur weil es dann vielleicht irgendwie klimatisiert oder was weiß ich ist, also die Judges, die dort drin sitzen, sind ja wahrscheinlich auch Surfer. Heißt, die sind das definitiv auch gewohnt, sag ich mal. Ja, da werden jetzt keine von dem Olympischen Komitee sitzen, die sich Surfen angelesen haben. Da sitzen auf jeden Fall Surfer drin, die wahrscheinlich die Welle sogar selber schon gesurft sind. Also warum, die brauchen definitiv nicht diesen Tower, behaupte ich mal. Ja. Und die Kameraleute sind sowieso draußen, die filmen nicht von drin. Und jetzt stellt sich mir die Frage, was bringt er mehr, wie dieser kleine Holz, oder klein, so klein sieht er gar nicht aus, ich kann es schwer einschätzen, aber was bringt das mehr Vorteile wie diese Holztower? Werbung.
Ja, was erzähle ich wohl jetzt im Werbeblock? Natürlich nochmal die Erinnerung an dein zukünftiges Costa-Board. Falls du nicht unter den Gewinnern des Gewinnspiels warst, spare jetzt 40 Euro auf dein Brett inklusive Rolle und der Wandhalterung dazu. Super Angebot, würde ich auf jeden Fall sagen. Falls du mit dem Namen Costa-Board noch gar nichts anfangen kannst, dann geh doch nochmal zurück in die letzte Episode. Da hatte ich nämlich den lieben Costa zu Besuch und wir haben über das Balance-Board, über die Ursprünge des Balance-Boards gesprochen, darüber, was man mit dem Balance-Board alles tun und trainieren kann, was es einem für den Alltag im Landlock-Dasein hilft und vor allen Dingen viel spannende und lustige Stories aus Costas Gründergeschichte. Den Rabattcode SurfPodcast sowie den Link zu Costas Seite findest du nochmal in den Shownotes. Ansonsten, wie immer, einen lieben Gruß nach Hamburg zu Markus von Freaks of Fashion. Das Cover für diese Folge habe ich tatsächlich diese Woche mir mal selber gebaut, weil es so spontan und knapp dran war. Sieht man auch, wenn das der Markus gemacht hätte, wäre es ein bisschen cooler geworden, glaube ich. Aber naja, trotzdem vielen Dank für die bisherige Unterstützung und für die weitere Unterstützung. Schaut gerne auch bei Markus und Freaks of Fashion vorbei, da findet man immer coole Dinge zur Verschönerung des Vans, des Laptops, des Autos, der Wand, des Tisches, des Handys oder was weiß ich was. Werbung Ende. Ja, es ist wirklich immer die spannende Frage, was dann da passiert, wenn so ein olympisches Event da hinkommt. Ne? Dann ist ja schon eigentlich eine schöne Sache, wenn Investitionen dann stattfinden in so Ländern, dass irgendwo die Infrastruktur ein bisschen aufgebaut wird und vielleicht vernünftige Sachen passieren. Aber dieser Tower scheint wirklich irgendwie eher so ein Beispiel zu sein, dass sich in die lange Historie der Schande einreiht, was bei solchen Veranstaltungen auch schon der Fall war. Ne? Wenn du jetzt so die Stadien bei, die WM-Stadien oder die auch in Brasilien bei der letzten WM, wo sie dann da irgendwo die riesige Stadien aus dem Boden gestampft haben oder erneuert haben oder in Katar. Zunächst ist das dann da in die Wüste irgendwelche klimatisierten Tempel gebaut werden und solche Sachen. Da fragt man sich schon immer mal wieder, was geht noch? Irgendwas, was ist das Nächste? Ja, ich frage mich, also eine große Sache, die ich mich sowieso frage, die Olympischen Spiele sind in Frankreich. Ja. Wir alle Deutschen, Österreicher, Schweizer, wer gerade hier alles zuhört. Wir schmachten nach Frankreich. Ja, ja, das ist unser nächster Atlantik-Spot auf jeden Fall. Wir kennen alle Frankreich, wir wissen alle, dass Frankreich surfbar ist. Und wir haben weltbekannte Spots in Frankreich, um Ossegor rum, um Biarritz rum, Richtung französischen Baskenland. Warum nutzen wir das nicht? Da wäre eine Infrastruktur da. Ja. Ossegor gibt's, da könnte man genügend Leute unterbringen, ja. Cool. Warum nutzt man das nicht? Und zusätzlich, ich habe aus vielen Quellen halt schon gehört, das ist ja schon eine anspruchsvolle Welle, Tiaupu, Chopu, da streiten sich auch die Geister, wie man das spricht. Ja, ja. Viele haben Angst davor, ich weiß gar nicht, ich glaube es war Italo Ferreira, der vor ein paar Jahren, als große Conditions waren, keine Welle genommen hat und dann danach gebeichtet hat, dass er so große Wellen nicht surfen kann. Ja, 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 habe ich auch gehört von der. Und jetzt kommen da, es qualifizieren sich dort Surfer, die teilweise noch gar nicht an der Welle waren. Ich habe gehört zum Beispiel, unser deutscher Dylan Grön ist diese Welle noch nie gesurft. Mhm. Er hat selber einen gewissen Respekt, wie ich gehört habe, von der Welle. Es wäre doch eigentlich sogar sinnvoller, einen französischen Beachbreak zu nehmen, mit dem jeder was anfangen kann, zwecks der Chancengleichheit, weil ein Tahiti-Local wird dort total zerlegen. Ja. Also das definitiv, ist nochmal ein anderes Thema halt, aber ich frage mich, warum man das halt nicht tut, sondern dann auf so eine Insel geht, die von der Natur her also die sehr naturbelassen ist und dann da einen Eingriff starten will. Ja, und zu so einem olympischen Event, da werden ja dann auch eine Menge Leute so noch hinkommen irgendwo, ne? Ich weiß nicht, was da dann die Pläne sind, was da dann auch an Touristen hinkommt zu diesem Event, das mehr ist als sonst, aber ja, keine Ahnung. Steckst du da drin, wie das mit den Swell-Bedingungen aussieht? Ob das da zu der Zeit halt einfach mega beständig ist und naja, Frankreich im Sommer, gut, da hat man schon immer einige Lay-Days. Also es ist ja im
Juli, meine ich. Ich glaube auch, ja. Also Frühsommer, wo Frankreich teilweise noch sehr gut on ist. Wir hatten dieses Jahr eh einen sehr guten Sommer, zum Beispiel in Frankreich. Der Klimawandel meldet sich da ja immer wieder ganz gut. wie das Swell dort ist, weiß ich nicht. Aber ich meinte, dass das World Surf League Event auch immer in der Zeit war. Beziehungsweise im Sommer. Okay. Ja. Und teilweise, also vor 2 Jahren war es, vor zwei Jahren waren, wo auf jeden Fall Miguel Pupo gewonnen hat, waren sehr, sehr gute Bedingungen, krasse Barrels, viele krasse Stand-Up-Barrels sind da passiert. Also wenn ich das jetzt richtig einordne gerade, dann ist auf jeden Fall die heiße Phase dort auch. Aber ich glaube, Tahiti ist tatsächlich ziemlich oft ganz gut angeströmt. Aber ich befasse mich mit den hawaiianischen Inseln tatsächlich sehr wenig, weil ich da halt nie surfen bin. Ja. Ja, ja, ja. Oder, ja. Ich plane dorthin zu gehen, aber ich war noch nicht. So wie jede Surferin plant dahin zu gehen, aber ist halt nicht so leicht. Ja, so ein Stück. Ja, auf jeden Fall faszinierend, was da für Planungen sind wieder. Es ist, ich denke mal, die werden bestimmt auch irgendwelche Pläne zum Punkto Nachhaltigkeit haben, dass dieses Riff ja gar nicht davon stirbt, wenn das da hingebaut wird. Und bestimmt gibt's da Studien, könnte ich mir vorstellen. Ich habe jetzt nichts drüber gelesen oder so. Also ich würde die zumindest anzweifeln, diese Studien. Und da so ein Eingriff, selbst wenn es nur ein Teil von dem großen Riff ist. Also das muss einfach nicht sein, denke ich. Ne? Was ich halt auch interessant fand, was in diesem Reel auch war, der hat durch die Website des von Olympia oder dem Olympischen Komitee, ich weiß es nicht, wie man es nennt, gescrollt, und da steht da drin, dass sie irgendwie auf Nachhaltigkeit setzen und dass sie da irgendwie, ja, dass das halt ihr Augenmerk ist, was man da dran nicht jetzt wirklich merkt, also in meinen Augen. Nee, da ist die Frage, was da wichtig ist, wenn es irgendwo in Paris, im Pariser Raum stattfindet, was man da jetzt im Vergleich so viel falsch machen könnte, wie da auf Tahiti irgendwo in so einem Riff. Ne? Da, das Potenzial, da was falsch zu machen und kaputt zu machen, ist, glaube ich, mal ein Vielfaches höher. Auf jeden Fall. Also meines Erachtens gibt es, glaube ich, einfach genügend Orte auf der Welt, die ähnlich gute Wellen werfen und vielleicht ein besseres Ökosystem schon von vornherein hätte, das man nutzen kann. Wie jetzt vielleicht sogar El Salvador, Surf City. Ja. Waren genügend Contests, die Leute mussten da untergebracht werden. Ich behaupte mal, die Leute bei so einem olympischen Event könnten da auch sehr gut dann untergebracht werden, diese 20 Surfer. Ich meine 20 Surfer sind's. Ja. Das fand ich auch einen ganz spannenden Punkt bei meiner Folge mit den Wavepool-Gegner-Initiative, ne, für den Wavepool in Krefeld, dass die halt auch angeführt haben, ja, dann werden Wavepools gebaut und es wird gesagt, die sind dann für Olympische Spiele und sowas da. Und am Ende sind die Olympischen Spiele in Frankreich und man geht nach, ich meine, es ist Französisch-Polynesien, glaube ich, ne? Von daher, der Link ist zu Frankreich ist irgendwie noch da. Aber der ist eigentlich auch nur noch im Wort vorhanden, glaube ich, und nicht mehr irgendwie im wirklich politischen Sinne, geschweige denn gesellschaftlichen Sinne, irgendwo da. Und ja, da, ich weiß nicht, manchmal, da ärgert es mich manchmal, wenn man sich damit beschäftigt, was irgendwo an organisierten Leistungssport betrieben wird, dass man das nicht auf ein bisschen besser machen kann. Ja, schwieriges Thema. Aber ich glaube, das Thema ist einfach, egal was ist es, eine Fußball-WM, wo irgendwelche Fußballstadien hochzogen werden, oder ist es jetzt ein olympisches Event, wo alle möglichen Stadien für die verschiedenen Sportarten gebaut werden müssen. Das ist ja schon lange ein leidiges, also leidig klingt blöd, aber ein Thema, das halt die Leute beschäftigt, weil es halt echt viel Kohle ist, die da reinwandert und viel oft Natur oder alles Mögliche, das da so zerstört wird. Ja. Ja, da ist halt auch immer das Thema, warum man solche Sachen nicht einfach auch in den Ländern macht, in denen man es umsetzen kann. Ne? Ich meine, es ist schön, wenn das in jedem Land der Erde mal irgendwie ist, weil so ist ja irgendwie der Gedanke. Aber wenn es halt einfach irgendwo nicht passt, würde ich es nicht als sinnvoll erachten, in irgendwelchen Ländern Stadien hochzuziehen, wo die dann kein Mensch mehr nutzt, oder halt auch irgendwelche Sonderprojekte, die überhaupt nicht irgendwo
zweckgebunden sind, sondern einfach irgendwelche coolen Sachen, um für die Olympiade irgendwas Besonderes zu bieten. Ah, da sollte man wegkommen. Ja. Von solchen fixen Ideen. Finde ich eben auch. Also ich glaube, da gibt's mittlerweile auf jeden Fall bessere Lösungen und find's dann manchmal halt auch echt schade, wie du sagst, wenn dann was gebaut wird und im Endeffekt interessiert's danach keinen mehr. Also was ich krass finde, zum Beispiel in München bei den Olympischen Spielen, wurde, ich glaube, es ist eine S-Bahn-Station, U-Bahn ist es nicht, nee, S-Bahn, ja, die danach dann wieder stillgelegt wurde. Die steht einfach leer. Ja. Ja, und da gehen Gleise hin. Wie viel Stahl steckt da drin? Ja. Ja, das finde ich krass. Also, man kann doch nicht einfach was bauen für 4 Tage. Ja. Das ist ja auf dieser Insel auch, dieser Tower wäre für 4 Tage und die World Surf League würde wahrscheinlich die nächsten 10 Jahre mit dem anderen immer noch klarkommen, die den Spot sonst für einen Contest nutzen. Da muss man ja mal die WSL ausnahmsweise mal löblich erwähnen, dass die mit diesem Tower klarkommen, wenn das anscheinend so ein Problem ist. Ja, so unausstehlich kann er doch gar nicht sein, der Tower. So. Und ich finde, der sieht doch sogar ganz schick aus. So, ja, so ein Holzding, das passt doch mega gut zu dieser Insel, Mann. Auch auf den Aufnahmen, wenn man den so sieht, so ein Stahlgestell dort gegen so ein schönes Holzgestell. Also allein das schon, das stimmt. Wie scheiße das eigentlich aussieht, wenn dann da so ein Ding reingezimmert wird an den Strand. Und dieser Turm da sieht merkwürdig aus. Wenn man nicht weiß, was da passiert, dann wundert mich, was der da soll. Aber ja, der sieht immer noch irgendwie ganz stylisch aus. Ja. Ja, voll. Also ich finde, das ist einfach echt ein wichtiges Thema und ich glaube, man sollte halt auch echt diese Petition unterstützen und die Leute da auf Tahiti supporten als Surfer auf jeden Fall. Ja, war eine große Demo anscheinend. Also es sah in dem Reel aus, dass da eine Menge Leute unterwegs waren und die Petition, die weltweit läuft, müsste jetzt mittlerweile auch zumindest irgendwas bei 100.000 oder sowas sein. Als ich das letzte Mal reingeguckt habe, war es irgendwas 70.000, glaube ich. Ist aber schon 1-2 Tage her. Also kann ich nur jeden zu ermuntern. Wir verlinken sie auf jeden Fall in den Shownotes. Und das Reel kursiert auf jeden Fall, glaube ich, auch bei vielen verschiedenen auf Instagram. Ich hatte es tatsächlich auch schon mal ganz kurz gesehen, bevor du es mir geschickt hast, aber gar nicht weiter angeguckt, weil ich es irgendwie von abkam. Nur gesehen, okay, da habe ich jetzt gerade keine Zeit und dann bin ich von abgekommen. Und findet man mit Sicherheit, wenn man nachguckt. Also auf meinem Profil kann man es angucken. Man kann den Link in die Shownotes reinmachen. Ja. Der funktioniert. Ja, dann nehmen wir den auch mit auf. Er erklärt es auf jeden Fall auch ganz gut irgendwo aus der Sicht der Locals da. Ja. Ja, ansonsten bin ich einfach mal gespannt, was dann in Paris und Umgebung noch so passieren wird. Ich meine, die haben ja wirklich die Infrastruktur, ist ja perfekt dafür. Ne? Wenn du sonst manchmal schon gesehen hast, was manchmal auch für überdimensionierte Tempel irgendwo hingesetzt wurden, die dann irgendwie mit 200.000 Leuten Kapazität hatten und dann hat da später der lokale Fußballclub gespielt, wo irgendwie dann mal so 4.000 Leute hinkommen und der Rest des Stadions liegt da brach. Sowas wird hoffentlich in Paris und Umgebung dann nicht passieren. Dann bleibt nur der Appell, halt dieses Projekt vielleicht auch nicht umzusetzen. Darauf können wir uns einigen, glaube ich. Ich glaube, darauf können wir uns sehr gut einigen, ja. Klares Ja zu Olympia, klares Ja zu Surfen bei Olympia, klares Nein für Extrawürste für Surf-Judges, die es wahrscheinlich selber nicht wollen. Ja, ich glaube, das ist eher die Menschen von Olympia selber, die das interessiert. Die Surfer interessiert das, glaube ich, einfach gar nicht. Ja, gut. So viel dazu, würde ich sagen. Dann kommen wir noch mal kurz an den Anfang der Folge zurück. Es begab sich ja zu der Zeit, dass wir diese Skateboard-Folge zusammen gemacht haben. Und dann hatte ich den Fabi später auch mal gefragt, ob er nicht zu dem Thema Locals irgendwie ein bisschen mit mir quatschen wollen. Und wir haben gemerkt, Mensch, das hat so Laune gemacht irgendwo. Fabi hatte auch schon gedacht, so irgendwie so ein Podcast hätte ich vielleicht auch mal Lust. Und da habe ich ihn direkt mal gefragt, ob er nicht Lust hätte, bei mir einfach ein bisschen mitzumachen. Ja. Von daher, wir sehen uns jetzt hier gerade das erste Mal in Natura. Bisher haben wir nur remote gequatscht. Da kann man endlich mal ein Bierchen trinken. So lernt man sich am besten kennen, ne? Ja, das stimmt. Das ist die beste Methode, um jemanden kennenzulernen. Schaut gerne mal auf Instagram vorbei. Da könnt ihr dann ein paar
Fotos von unserem schönen Setting hier, von dem schönen Bus, unter dem wir Heckklappe vom Bus, wo wir hier sitzen, anschauen. Und ja, ihr dürft gespannt sein, was da kommt in nächster Zeit. Wir werden auf jeden Fall in Zukunft nach diesem Vorbild heute öfter mal so eine kleine Palaver-Folge zu zweit machen. Und außerdem wird Fabi sein eigenes Netzwerk in den Podcast mit einbringen und dann auch als Interviewer tätig werden. Da bin ich schon sehr gespannt, in welche Fettnäpfchen und welche kleinen Fauxpas er so reintritt, die ich alle schon hinter mir habe. Ja, das wird bestimmt lustig. Da werden auf jeden Fall ein paar Fauxpas passieren. Ja, ja, in dem Sinne, dann sagen wir nochmal Prost. Ja, Prost. Und wer Lust hat, dann gleich noch ein bisschen mehr über Fabi und auch über mich zu lernen als Person, der kann gerne dann am Donnerstag nochmal reinschalten. Da wird eine kleine Sonderfolge rauskommen. Wir quatschen jetzt nämlich einfach ein bisschen weiter über uns persönlich, über unsere Surfer-Hintergründe und wo wir so herkommen, was so auf dem Weg passiert ist, wo wir heute sind. Und wird sicherlich auch unterhaltsam. Von daher, bis dahin. Ja, bis dahin auf jeden Fall. Ja, was ein Thema, ey. Meine Güte, ey, das verstehe ich auch nicht. Ich habe noch ein paar Zeitungsartikel gewälzt zu dem Thema. Also so viel Neues habe ich da aber jetzt auch nicht mehr drüber erfahren. Auf jeden Fall war der Präsident von Französisch-Polynesien da. Der hat das Dorf Tauupo besucht und hat dabei versucht, das Bedenken irgendwo zu zerstreuen. Der sagt, die Bohrungen werden natürlich laut sein und es wird Sand freigesetzt werden. Aber all das wird eingedämmt und gesäubert werden. Danach wird sich die Natur wieder erholen. Das sagt er. Naja, also ich weiß nicht. Und dann hat sich auch noch der Organisationschef der Olympischen Spiele aus Frankreich gemeldet. Der sagt, dieses Projekt sei noch veränderbar und wir passen das noch auf die Belange der Bevölkerung vor Ort an. Wir können da noch drauf eingehen. Ja, wir wollen diesen Standort unbedingt erhalten. Ja, das will ich wohl hoffen, ey, der Vogel da. Mann, Mann. Naja. Auf jeden Fall gibt der zu Protokoll, dass anscheinend die Sicherheitsstandards dieses bisherigen Holzturms nicht ausreichen. Ey, das sind wieder die Bürokratien von solchen großen Organisationen wie dem Olympischen Komitee. Leute. Ja, was soll ich sagen? Ich habe unterzeichnet, die Petition, tu's gleich. Ich habe übrigens nicht im Gewinnspiel bei Costa Board gewonnen, aber ich habe direkt meinen Gutscheincode eingelöst und mein Board bestellt. Tu's mir da auch doch auch gleich. Ansonsten wünsche ich eine schöne Woche. Ich bin nämlich auch gerade wieder Landlock. Mein ausgedehnter halbjähriger Surfurlaub über die ganzen letzten Episoden ist vorbei. In dem Sinne, gehabt euch wohl und lasst euch die Zeit zu Hause nicht zu lang werden. Tschö.